Hey Leute, hier sind wir Omner und da bin ich von den Two Epic Buddies und jetzt gibt's auch die nächste DLC-Map am Start. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, das halbwegs in Ordnung ist. Ein paar Orbis erschwitzt. Auf jeden Fall ist es die Map Berserk, die dritte Schneemap mittlerweile in Black Ops 3. Eigentlich richtig viele, oder? Drei, ja, finde ich auch mega nice, weil ich muss sagen, Schneemaps sehen wirklich richtig geil aus in Call of Duty. Und wenn dann eine Map kommt, die einfach ja, auf einem Schneeplatz oder so stattfindet, finde ich das mega geil, weil die Maps sehen alle fresh aus. Und das trifft auch bei der Map Berserk zu. Und das haben wir schon mal erwähnt, das ist so eine alte Wikinger-Map, wo so wirklich Holzhütten rumstehen. Und auch vom Design her ist die Map richtig geil. Ihr könnt euch das Ganze im Hintergrund auch gönnen. Und ich finde einfach, die spielt sich geil. Und auch krass, auf der Map wird sich auch nicht so viel rumgesprungen. Also es wird nicht so viel rumgesprungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wollten die wirklich gucken, dass bei den Maps so ein bisschen Oldschool-Feeling aufkommt. Und das haben die auf jeden Fall geschafft. Es gibt nur einen fetten Wallrun in der Mitte. Und der ist mega krass. Meiner Meinung nach speziell auch für Objective-Game-Modes wie Uplink oder so. Weil man kann sich irgendwie den Map von der Mitte schnappen und dann irgendwie so einen Wallrun nützen, um dann irgendwie schnell ja, auf die andere Seite der Map zu kommen. Ist mega geil aufgebaut. In der Mitte gibt es dann auch noch zwei so Camperhäuser, wo man von einer Seite zur anderen hinschießen kann. Da habe ich den Hauptner auch mal öfter versucht zu nerven, weil er hat eigentlich meistens gegen mich gespielt, weil er saß gerne im Haus drinnen und ich kam gerne angelaufen und habe meistens immer kassiert. Campen war mein... Wirklich, das war meine Notfallstrategie. Ich konnte nichts anderes mit Controller. Oh, auf jeden Fall, ich muss sagen, auch vom Gameplay hat sich die Map richtig gut angefühlt, was wir mal gemacht haben. Und zwar haben wir mal übelst kassiert auf Capture the Flag. Und da waren die Spawns so abgefuckt, dass die Leute dann in der Sicht von den anderen Leuten gespawnt sind und instant wieder abgeschossen worden sind. Unter anderem ist ein Phantom zum Beispiel mal 10-mal hintereinander einfach gespawn-killed worden, weil er immer, und wirklich mit Ausnahme immer, in der Sicht von dem Gegner gespawnt ist, was komplett abgefuckt war bei Capture the Flag. Aber ja, das kennt man irgendwie von Capture the Flag, weil das ist auch, wenn man ein bisschen Spawn-Trapping betreibt, bei jeder anderen Map möglich, wenn man Capture the Flag spielt. Und das fuckt übelst ab bei dem Modus. Also die Spawns waren wirklich auf der Map etwas verbesserungswürdig, muss man sagen. Aber wir können euch da einfach auch mal ein paar Clips im Hintergrund einblenden. Es sah mega witzig aus, weil die sind einfach direkt vor dir gespawnt. Es gab mal so eine Szene, da saß ich quasi direkt hinter dem Spawn und hab 24/7 mit dem Flammenwerfer auf den einen Spot hingezielt und die Gegner sind gespawnt und instant gestorben. War ein bisschen abgehoben. Noch dazu, wenn die Leute neben dir sitzen und schon richtig aggressiv und aggro werden. Ja. Hat die ein bisschen ja, belastet, würde ich jetzt mal sagen. War nicht so geil für die, aber so ist das Leben halt mal. Da wird auch auf den DLC-Events mal abgefuckt. Ja. Aber vom Großen und Ganzen auch wieder eine richtig geile Map wie Empire. Man muss sagen, also ich finde, ich habe von den alten DLC-Maps zwar alle gespielt, aber ich fand keine wirklich überzeugend. Sowas wie Skycheck zum Beispiel fasse ich nicht mal mehr an, weil die Map nicht bockt irgendwie in Black Ops 3. Und ja, auch die ganzen anderen DLC-Maps sind solche Sachen, wo ich mir einfach nur denke, die bockt nicht so. Da spiele ich lieber die klassischen Maps. Und bei Empire, Berserk, das waren zwei Maps, die mir wirklich beim DLC-Event aufgefallen ist, dass unsere Lieblingsmaps sind. Also ja, meine zumindest. Die haben sich echt geil gespielt. Und was man auch dazu sagen kann, ich glaube, dass Berserk wirklich nicht nur eine geile Objective-Map wird, also für Spielmodi, sondern auch für geiles Teamplay. Man kann hier wirklich, also wenn man jetzt wirklich diese paar Spawns wegnimmt, die so richtig broke waren, wo du die ganze Zeit die Gegner spawnen gesehen hast, kann man auf der Map wirklich hart die, quasi die Bereiche kontrollieren und dann wirklich auch die Gegner mal so im Spawn-Trap halten. Also jetzt nicht direkt, dass man die übel Spawn-Trappt, aber so, dass die halt vielleicht 15 Meter rauslaufen können und man tötet die dann wieder. Weil es gibt einfach so Bereiche, die kurz vorm Spawn sind, wo man richtig geile Deckung hat und dann kann man im Prinzip immer die Gegner schön da reinlaufen lassen und die wegsnacken nach der Reihe. Das haben wir ein paar Mal gemacht und das hat eigentlich mega Bock gemacht. Und die Map war deshalb auch irgendwie einfach besonders und cool, weil sie so Classic war oder Classic man und man einfach ja Spawn trappen konnte und sie sah fresh aus und man konnte wirklich auch wirklich geile Moves machen mit diesem einen Wallrun da in der Mitte, der echt fresh war. Ja, ja, auf jeden Fall. Und was wir auch noch sagen müssen, Leute, die Gameplays sind zwar ganz okay, aber wir hätten vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Können, ja, gutes Deutsch, auf jeden Fall. Hätten mehr rausholen können, wenn wir nicht davor einfach schon 30 Stunden wach gewesen wären, weil wir nach London für das Event mussten und deswegen waren wir einfach mal
Ja, 30 Stunden wach, haben keine Stunde gepennt, waren durchgehend unterwegs, haben fast Flüge verpasst, hatten durchgehend Stress, war überhaupt nicht entspannt alles, aber hat letztendlich doch Bock gemacht. Aber die Reise, Leute, aus Österreich weg, wohin sind wir geflogen? Nach Frankfurt, von Frankfurt nach London. Wir mussten, Leute, in 24 Stunden mit fucking vier Fliegern fliegen. Hat sich aber im Endeffekt wirklich gelohnt, weil wir konnten noch ein paar geile Maps anzocken. Und ja, war auf jeden Fall auch mega geile Erfahrung. Wir waren das erste Mal beide in London, was mega nice war. Und nee. Ich glaube, du warst noch nie in London, oder? Nee, und ich bin auch kein Fan von London, muss ich sagen. Also was ich gesehen habe, so Verkehr ist nicht so meins. Ich fand das, es gab so spezielle Taxis auch, die waren auch nicht so mein Stil. Also ja, man muss so sagen, Oldschool-Taxis. Es ist, ja wirklich, wie Saubner gerade gesagt hat, alles so Oldschool. Ich meine, die Gebäude sehen alle geil aus. Wir sind auch beim Buckingham Palace, wo das ganze Ding da vorbeigefahren. Wie das ganze Ding heißt, vorbeigefahren. Gutes Deutsch, Benny. Läuft bei dir, Bruder? Ja, alles klar. Auf jeden Fall, die Stadt sah alt aus, eigentlich mega fresh, aber es war alles so, kein Plan, der Verkehr und alles, boah. Man wollte eigentlich nur noch da raus und wir waren richtig happy, wie wir wieder zu Hause waren, weil das war echt teilweise die Hölle. Ich glaube, wir haben für 30 Minuten, 1,5 Stunden gebraucht, um voranzukommen. Also, ja. Aber hat sich im Endeffekt gelohnt. 30 Kilometer, meinst du? Ah, 30 Kilometer, ich bin für so 30 Kilometer, 1,5 Stunden. Genau, das wollte ich sagen, Mann. Danke, dass du mir hilfst. Was würde ich nur ohne dich machen, wirklich. Ja, aber hat sich im Endeffekt wirklich gelohnt. Das Event war geil. Wir waren auch mit dem neuen COD-Manager quasi unterwegs, der auch richtig nett war. Und mit Fanto und ein paar anderen YouTubern. Und natürlich Ali E und den ganzen Franzosen dort. Also, ja. Franzosen, Mann. Leute, Shotgun. Nee, boah, Mann. Ja, und nee, wirklich. Hauptner, du sagst, du campst, Mann, da war einer unterwegs. Der hat gecampt, okay? Der hat mich einmal, glaube ich, 6 oder 7 Mal in Folge geholt und ich habe immer geguckt, wo er ist, guck in die linke Ecke, dann hat er sich in die rechte gesetzt. Dann komme ich wieder hin, guck in die rechte, er sitzt wieder in einer anderen Ecke, Mann. Das war so schlimm. Ey. Okay. Naja. Aber ja. Wir hatten Bock, ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Ja, meint. Genau. Das hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Wir hoffen natürlich, die Map findet ihr genauso geil wie wir. Wir waren auf jeden Fall froh, dass wir das jetzt vorzeitig mal für euch zeigen können. Das war das erste Mal für uns. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das. Ja, und Benni, hast du noch was? Nee, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung zur Map in die Kommentare. Und ich sage jetzt am besten nichts mehr, weil ich habe heute 100.000 Versprecher gehabt. Ja. Also läuft bei mir. Und ja, ciao. Ciao.